Hallo bei eurem.com, ich möchte mit euch einen Kotelett-Toast zubereiten und wir brauchen dafür Schweinekotelett, Toastbrot, geschälte Paradeiser, Kräuter. Ich habe hier Liebstöckel, Petersilie, Thymian, Knoblauch und etwas Zitronenmelisse. Röstzwiebel zum Garnieren, Olivenöl zum Anbraten, Käse zum Überbacken, Salz, Pfeffer zum Würzen. Ich klopfe das Kotelett jetzt einmal, damit sie schön gleichmäßig dick sind. Die geschälten Paradeiser habe ich in Scheiben geschnitten und die Kräuter grob gehackt. Die Kotelette habe ich einmal rundum angebraten und würze sie jetzt mit Salz und Pfeffer. Die frischen Kräuter darauf. Ich belege sie mit den Paradeisscheiben. Den Backofen habe ich auf 250 Grad Umluft mittlerweile vorgeheizt. Und da drinnen werde ich die Koteletts jetzt überbacken. Da kommt noch eine Scheibe Käse darüber und jetzt geht's in den Ofen. Das Toastbrot habe ich jetzt auf beiden Seiten getoastet. Ich habe es mit etwas Olivenöl vorher gestrichen und jetzt gebe ich noch frischen Knoblauch drauf. Die Koteletts sind jetzt überbacken und wir können sie auf dem Toastbrot anrichten. Ich richte mein Kotelett auf dem vorbereiteten Toastbrot an, garniere es noch mit Röstzwiebeln und frischen Kräutern. Das genaue Rezept und die genaue Anleitung gibt es wie immer unter www.euromehl.com.